Hallöchen, ihr groovigen Leute. Heute ist Townsville Renaissance-Markt. Da geht's um Frieden und Liebe und... Oh, ich hasse diesen Markt. Warum schleppt ihr mich zu so einer öden Veranstaltung? Wo sind die Monster-Trucks? Wo ist das Alligatoren-Wrestling? Wo gibt es hier irgendwas Cooles zu sehen? Oh, Buttercup, egal was es ist, du hast immer und überall was zu meckern. Hm, danke. Du musst endlich lernen, dich ein wenig zu entspannen. Au! So wie der hier. Geh zu Chilexi, schon bist du Relexi. Schau doch mal, morgen gibt's eine Probestunde. Ich habe eine bessere Idee. Warum soll ich einen Kurs machen, bei dem man lernt, auf seinem Hintern zu sitzen und langweilig zu sein? Beim Meditieren sitzt man nicht bloß rum und ist langweilig. Es geht darum, seinen Frieden zu finden und sich nicht von dem ganzen Drumherum ablenken zu lassen. Wow, der ist gut. Jetzt passt gut auf, ihr Bürger von Mammonville. Ich bin... Man-Boy! Man-Boy? Die gesamte Kraft eines Mannes steckt im Körper eines Jungen. Dies war einst eine echte Männerstadt, wo Männer noch Männer waren und Jungen noch Männer waren. Townsville muss wieder zu seinen männlichen Wurzeln zurückfinden. Und wenn das bedeutet, dass ich diesen ganzen Hippie-Jahrmarkt verwüsten muss, dann ist das so. Es sei denn, irgendjemand hier ist manns genug, mich aufzuhalten. Nee, alles gut. Jetzt wird es ja doch endlich interessant. Wenn du Streit suchst, dann kann Buttercup dein Bedürfnis nach einer Tracht Prügel befriedigen. Geh doch lieber und spiel mit deinen Püppchen, Prinzessin. Prinzessin? Hast du mich gerade Prinzessin genannt? Oh-oh. Hör zu, Prinzessin. Ich... Oh. Glaubst du, du kannst wie ein Mann gegen mich kämpfen, Prinzessin? Nenn mich nicht Prinzessin! Dein mädchenhaftes Getue ist chancenlos gegen meinen Robotermann. Ich steuere ihn lediglich mit meinem männlichen Willen. Ich sehe großen Schmerz in deiner Zukunft. Das macht dann $5. Oh. Nenn mich nicht Prinzessin! Oh, 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 oh. Du wirst wie ein Mädchen! Niemand nennt mich Prinzessin! Du! Ich geb dir gleich Prinzessin! Oh. Ich sehe noch mehr Schmerz in deiner Zukunft. Was? Oh nein, 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 nein! $5, bitte. Buttercup! Buttercup! Wow, was ist passiert? Du bist ausgerastet. Das war das dritte Mal in diesem Monat, dass du so einen Anfall hattest. Deine unkontrollierte Wut wird langsam zum ernsthaften Problem. Ach was, ich hab doch niemanden verletzt. Hab ich recht, Bubbles? Oh Mann, ich war das? Vielleicht habe ich doch ein Problem. Ist schon gut, Buttercup. Ich glaube, ich habe eine Idee. Willkommen in Chilexis Dojo, der Chilexität. In diesem Kurs bringe ich euch bei, wie ihr das fehlende Stück des inneren Friedens findet, das zu Freude und Eierkuchen gehört. Kommt jetzt vielleicht ein Quiz? Nein. Oh, warum denn kein Quiz? Das ist nicht der richtige... Mr. Guru, darf ich beim Quiz meinen Glückskaninchenstift benutzen? Nein. Nein, denn es wird kein Quiz geben, also ist es auch nicht nötig, einen Stift zu benutzen. Ist schon gut, Bubbles. Ich hab welche mit. Warum hast du Stifte mitgebracht? Falls es ein Quiz gibt. Ich hab immer Stifte mit. Du läufst also herum und suchst Quizspiele? Die Frage verstehe ich nicht. Versteht ihr jetzt, warum ich ständig so wütend bin?